Das geht auf jeden Fall. Ich persönlich glaube nämlich auch daran, dass ich nicht unbedingt, um meinen Glauben ausleben zu können, unbedingt die Gemeinschaft und Institution als Kirche an sich brauche, weil es für mich persönlich um meine Beziehung mit Gott geht. Auf gar keinen Fall, weil Gott gehört in mein Leben, die Kirche gehört in mein Leben, die Gemeinschaft, und es ist eine Verbundenheit, weil die Kirche ist mein zweites Zuhause. Die interessantere Frage, finde ich, wäre, ist Glauben ohne Kirche praktikabler oder überhaupt praktikabel? Und was sind die Vorteile von Glauben innerhalb in einer Kirche versus Glauben ohne Kirche? Und ganz offensichtlich, zumindest meine Haltung, ist es einfacher zu glauben, wenn man sich in einem kirchlichen Kontext befindet, mit Gemeinde, mit Vorangängern, die einen nicht nur in schwierigen Glaubensfragen und harten Lebenssituationen durch den Alltag helfen, sondern ganz normal, Tag für Tag. Und in dem Sinne, ja, ohne Zweifel, es geht, aber es ist einfacher mit. Ich muss ehrlich dazu beichten, dass ich halt jetzt bestimmt ein Jahr nicht mehr in der Kirche war, aus verschiedenen Gründen. Und ich persönlich kann wirklich sagen, dass es einen Glauben ohne Kirche geben kann, weil ich persönlich bete frühs, ich bete mittags und bete abends und fühle mich eigentlich so nah wie noch nie Gott. Das Problem an der Sache ist, dass wir mit Glauben und Kirche in Verbindung zusammen aufgewachsen sind, und für mich zumindest gehört es beides zusammen. Es war ganz normal, dass man nach der Kirche sich zusammengesetzt hat, gequatscht hat und ein paar schöne Gedanken ausgetauscht hat. Das ist halt leider jetzt nicht möglich oder nicht mehr so gut möglich. Und ich erwische mich selber häufig dabei, dass ich nachlässig wäre. Und mir hat es tatsächlich geholfen, den Glauben an sich in meinen Alltag mit einzubinden und halt fest einzuplanen. Wer glaubt, dass Gott nur einmal in der Woche für einen erreichbar ist, der liegt vollkommen falsch. Denn man erreicht Gott nicht unbedingt über dieses Gebäude, über dessen Türschwelle man jeden Sonntagmorgen tritt. Man erreicht ihn die ganze Zeit, ob nun nachts um 4 oder nachmittags gegen 14 Uhr in der Schule, wenn man eine Arbeit schreiben muss. Gott ist überall und hat jederzeit ein Ohr für unsere Sorgen. Deshalb muss man den Glauben nicht an einem Gebäude festmachen oder an einen routinierten Besuch in der Kirche. Wirklich wichtig ist für mich nur die Frage, ob Glaube ohne Kirche gut ist. Und gut meine ich nicht aus der menschlichen und persönlichen Perspektive heraus, ob mir das jetzt in Kram passt, dass mir anscheinend jemand vorschreiben möchte, wie ich meinen Glauben zu leben habe, sondern gut meine ich aus der göttlichen Perspektive heraus, weil ich an den Gott glaube, der mich erschaffen hat, der mich bedingungslos liebt und immer das Beste für mich gibt. Wenn ich ein Auto kaufe, dann entscheide ich auch nicht aus der eigenen Intuition heraus, welchen Treibstoff und welches Motoröl befülle ich und wann fahre ich in die Werkstatt. Ich gehe zum Hersteller und befrage ihn, weil er das Auto geschaffen und er alleine weiß, was wirklich gut und nicht gut für das Auto ist. Und genauso sehe ich die Bibel als Betriebsanleitung für unser Leben. Ja, da kann ich alles nachlesen, was seine Gedanken über mein Leben sind. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann kann ich dort lesen, dass wir Kirchen bauen sollen. Kirchen meine ich dann nicht als religiöse Institution, die neue Regeln aufstellt, sondern Kirche meine ich als lebendige Gemeinschaft, die Jesus Christus im Zentrum stellt. Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich, dass wir gemacht sind dafür, Gemeinschaft zu leben, anderen Menschen und Gott zu dienen. Das Gotteshaus ist unsere Lust. So singen wir in einem sehr bekannten Gemeindelied. Und eigentlich gibt dieses Lied auch schon eine Antwort auf die Frage. Die Kirche ist der Ort, an dem wir mit Gott so persönlich und so nah wie nirgendwo anders reden können. Es ist schön, einen solchen Mittelpunkt zu haben, eine Kirche, wo man sich nur dazu trifft, um den Glauben auszuleben, wo nichts anderes wichtig ist. Aber trotzdem ist unser neuer apostolischer Glauben nicht davon abhängig. Denn Gott ist überall und er ist immer bei uns.